Servus Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assetto Corsa Competizione. Heute mal nicht in der LFM unterwegs, aber als LFM-Vorbereitung will ich euch mal zeigen, wie das so bei mir läuft. Und zwar, diese Woche ist mal wieder Imola dran und ja, wer meinen Kanal kennt, der könnte wissen, dass Imola eine meiner absoluten Favoritenstrecken ist. Und in Imola habe ich mich aber trotzdem immer schwer getan, einen bestimmten Meilenstein zu packen. Und ja, gute Nachrichten, ich habe diesen Meilenstein jetzt endlich im Training geknackt und zwar habe ich es endlich geschafft, eine 1,40er Runde zu fahren. Ja, und das Kuriose daran, das ganze Setup basiert auf einem Rennsetup der Safe-Klasse von Go. Es ist nicht mal ein Qualifying-Setup, weil irgendwie die Rennsetups bei mir, die liefen irgendwie besser. Ich war mit den Rennsetups deutlich schneller unterwegs und auch konstant schneller unterwegs. Also deswegen habe ich dann halt einfach das Safe-Rennsetup genommen und habe da ein bisschen abgewandelt. Also Geometrie vom Fahrwerk und von den Reifen, das bleibt komplett gleich, aber so kleinere Anpassung, das trotzdem noch im Rennen komplett funktionieren sollte. Also ich denke mal, mit dem Setup kann ich durchaus auch eine komplette Renndistanz durchhalten. Und das ist halt das Schöne auch da dran. Und da bin ich konstant 1,41er niedrig gefahren. Und wie gesagt, irgendwann habe ich es dann doch mal geschafft und habe die 1,409 gepackt. Und ja, ich will nicht lange jetzt wieder drumherum schwafeln. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Runde direkt an. So, wir hatten einen relativ guten Exit aus der letzten Kurve, sodass wir hier richtig schön Speed mit auf die lange Gerade nehmen konnten. Und ja, jetzt geht es schon direkt auf die erste Kurve, auf die erste Kurvenpassage hinzu. Wir haben relativ spät gebremst und trotzdem mal gut erwischt. Wir sind hier recht flott unterwegs. Hier hat man leichtes Untersteuern und hier mussten wir so ein bisschen vom Gas gehen. Wir mussten da lupfen. Das heißt aber theoretisch, hier ist deutlich nochmal Zeit drin. Darf man mal hier den Part sehr gut erwischt. Hier konnte man sehr früh aufs Gas gehen. Konnte mal schön alles mitnehmen. Und auch jetzt hier wieder eine Haarnadelkurve. Hier haben wir im zweiten Gang geschaltet, Short geschiftet. Und trotzdem, der Exit war nicht ganz so gut. Also es hat sich nicht ganz so gut angefühlt. Auch hier wäre deutlich nochmal Zeit drin gewesen. Und ja, auch hier in der Kurve so leicht den Apex verpasst. Und ja, trotzdem, auch hier wäre bestimmt noch mal der ein oder andere Zehntel vielleicht drinne. Und Aqua Minerali auch hier. Man sieht hier, ich fahre schon relativ früh rein in die Kurve. Ich denke mal, da könnte man auch deutlich noch mal Zeit gewinnen mit einer besseren Linie. Aber jetzt hier, zack. Und zack, hier schön drüber. Da kam man sehr gut drüber. Haben wir aber auch gesehen, hier war noch deutlich Platz nach außen. Hier könnte man doch noch mal ein bisschen aggressiver rein und noch mehr Speed mitnehmen, obwohl wir da schon sehr gut durchkamen. Sind jetzt die letzten beiden Kurven nur nicht wieder verkacken. Wir haben die 1,409 im Delta. Ja, hier kam man schon mal sehr gut rum. Und hier kam man auch sehr gut rum. Da war wirklich kein Untersteuern. Es war kurz vorm Snappen, aber alles easy peasy. Wie gesagt, wir gehen hier mit einer 1,40902 über die Linie. Ja, und was soll ich euch sagen? Ich habe mich wirklich lange schwer getan, überhaupt eine 1,40er zu fahren. Und auf einmal ist es mit trotzdem noch so ein oder anderen kleinen Fehler, ist es doch noch eine 1,40902. Also fast schon eine 1,408. Also da ist sogar noch Potenzial. Ja, und da ich ja jetzt nicht mehr bei den Rookies bin, sondern bei den Großen mitspielen könnte, habe ich mir auch selber immer so, weiß ich nicht, ich setze mich da immer so ein bisschen unter Druck, dass ich nicht schnell genug bin und ich brauche mehr Vorbereitung und dies und das. Und ja, letztendlich war die letzten Wochen dann sehr mau mit Rennen, aber halt viel, viel, viel Training und viel, viel, viel probieren. Und ja, ich hoffe irgendwann, ne, dass sich das so ein bisschen auszahlt. Aber ich denke mal, wir werden uns trotzdem demnächst in einem LFM-Rennen sehen. Ja, und jetzt habt ihr mal gesehen, wie so meine Vorbereitung auf so eine LFM-Woche ist und so auf die LFM-Rennen, dass ich nicht einfach ins Auto springe und dann einfach drauf losfahre, sondern dass da wirklich eine Vorbereitung drinne steckt und ein Training und Hotlappen hier und ein Trainingsserver von der LFM da. Also ja, wie bereitet ihr euch eigentlich vor auf solche Rennen? Oder habt ihr auch überhaupt eine Vorbereitung? Macht ihr euch da so einen Kopf wie ich? Oder steigt ihr einfach ein und sagt so, ach komm, was kommt, das kommt, was nicht, das nicht. Also schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Und ja, ich sag mal so, wir sehen uns dann, denke ich mal, hoffentlich bei einer nächsten Folge von dem LFM-Rennen auf Imola. Also bis dahin, macht's gut und ciao.